Einem neuen I Know Johnny Video. In diesem Video gehe ich auf die Unterrichtsmethode des Wertequadrats ein. Ich werde kurz erklären, wozu man das im Allgemeinen benötigt und wie man es konstruiert, bevor ich am Ende auf ein praktisches Beispiel eingehe. Was ist ein Wertequadrat überhaupt? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns zunächst klar machen, wie ein Wertequadrat entsteht. Vereinfacht gesagt geht es in den Diskussionen unserer Gesellschaft immer um die Frage, bin ich dafür oder bin ich dagegen? Beispielsweise die Einführung eines neuen Gesetzes oder die Verpflichtung zum Kauf des Hausaufgabenheftes in der Schule. Sollte Schule künftig erst um 10 Uhr beginnen? Für alles gibt es gute Gründe, dafür und dagegen zu sein. Unser Beispiel wiederum soll sich einmal darum drehen, ob in Garmisch-Partenkirchen wieder Olympische Winterspiele stattfinden sollten. Hierfür gibt es sicher etwaige gute Gründe. Die einen sprechen dafür, die anderen dagegen. Pro und Contra stehen sich hierbei folglich gegenüber. Die Meinungen sind konträr. Ohne dabei zu ausführlich nach Gründen zu kategorisieren, könnte sich jeder auf diesem eindimensionalen Meinungsstrahl irgendwo einordnen. Nehmen wir als Beispiel aber zunächst Fabiola. Sie ist energisch gegen Olympia in Garmisch. Aus dem Unterricht weiß sie, dass für die Durchführung der Olympischen Winterspiele in Garmisch sehr viele neue Anlagen gebaut werden müssten, die sehr viel Geld kosten und die Natur zum Bau neuer Liftanlagen und Skipisten unnötig geschädigt würde. Anders sieht das Lennart. Er ist in der Summe zunächst auch einmal gegen die Olympischen Winterspiele, also kontra. Dennoch sieht er auch Vorteile für Garmisch-Partenkirchen, wie beispielsweise die Einnahmen, die durch den Tourismus möglich wären. Allerdings müssten für ihn noch viele offene Fragen geklärt werden, bevor er gegebenenfalls zum Befürworter der Olympischen Spiele in Garmisch wird. Als auf Fabiola viele weitere Argumente für und gegen Olympia in Garmisch einprasseln, wird sie plötzlich nachdenklich und ist sich ihrer Meinung nicht mehr so sicher. Außerdem kann sie nicht einschätzen, wer nun überhaupt welche Hauptargumente vorbringt. Ihre Freundin Svea beispielsweise oder Tom. Zeit also, Fabiola für sich die Meinung zu kategorisieren. Nach wie vor stehen sich Pro und Contra in der ganzen Diskussion am deutlichsten gegenüber. Um nun endlich deutlich zu machen, warum jemand dafür oder dagegen ist, hat Fabiola sich gemerkt, dass in allen Diskussionen zu Olympia in Garmisch zwei Hauptkategorien immer wieder genannt sind. Zum einen die Wirtschaft und zum anderen die Umwelt. Ökonomie und Ökologie ergeben also praktisch eine zweite Dimension. Sie bringen etwas Ordnung in die Gruppe der Befürworter und Gegner. Genau wie in einem Koordinatensystem in Mathe kann man nun nicht nur abbilden, warum die Meinung eines Akteurs so oder so ähnlich ausfällt oder ganz anders. Man kann auch darstellen, wie stark für ihn eine Kategorie zur Meinungsbildung gewichtet ist. Oscar zum Beispiel. Für ihn ist Olympia zunächst ein großes Sportevent, das Einnahmen generiert. Er ist also ein ökonomischer Befürworter der Olympischen Spiele. Anders sehen das nach wie vor Fabiola, Lennart, Svea und Tom. Sie sind weiterhin gegen Olympia in Garmisch und sehen nach wie vor die ökologischen Folgen als bedeutsamer an. Zugegeben, hieraus können wir nicht erkennen, wie stark alle für die jeweiligen Kategorien tendieren. Wir sehen nur, sie sind in einer Kategorie zugeordnet und sind entweder pro oder contra. Ich zeige euch das jetzt deutlich an einem Praxisbeispiel aus der Klasse 8. Das ist der Amazonas-Regenwald in Brasilien. Zugegeben, ein winzig kleiner Bruchteil davon, aber dennoch. Um den tropischen Regenwald ist in den letzten Jahren wieder verstärkt diskutiert worden. Hatte eine sehr bedeutsame Funktion für das Klima unserer Erde, worauf ich aber jetzt nicht näher eingehen will. Jedenfalls streiten sich verschiedene Akteure in Bezug auf den Regenwald. Da wäre zum einen Brasiliens Präsident Bolsonaro. Für ihn ist der Regenwald ein Wirtschaftsfaktor, denn man kann Edelhölzer entnehmen und Bodenschätze gewinnen und nicht zuletzt Rinderweiden und Sojaackerflächen schaffen. Er möchte, dass der Regenwald weiter abgeholzt und zur Wirtschaftsfläche umgewandelt wird. Ganz anders sehen das naturgemäß die Natur- und Umweltschützer. Sie wissen um die Umweltfunktion des Regenwaldes und wollen die Abholzung um jeden Preis verhindern.
Die Holzfäller und Edelsteinjäger haben ausschließlich ein wirtschaftliches Interesse am Wald. Sie schlagen sprichwörtlich in die gleiche Kerbe wie Präsident Bolsonaro. Schließlich verdienen sie mit dem Regenwald ihr Geld. Das tun aber letzten Endes auch diese Kerle hier. Allerdings sind sie sogenannte FSC-Holzfäller. Sie schlagen zwar die Edelhölzer aus dem Wald, forsten diesen danach aber auch wieder auf. Sie handeln also zwar aus wirtschaftlichem Interesse, haben aber dennoch auch die Ökologie und damit die Nachhaltigkeit ihres Handelns im Blick. Sie verdienen zwar mit dem Holz Geld, die Aufforstung ist aber auch ein Kostenfaktor für sie. Und dann sind da noch die brasilianischen Kleinbauern im tropischen Regenwald. Sie sind auf einen schützenden Baumbestand angewiesen. Zwar verdienen auch sie mit dem Anbau beispielsweise von Bananen oder Kakao im tropischen Regenwald Geld, allerdings sind sie strikt gegen eine weitere Abholzung, da diese ihre Wirtschaftsgrundlage und damit die Lebensgrundlage gefährden würde. Wie sich das Ganze jetzt in einem Wertequadrat darstellen lässt, sollte letztendlich jetzt klar sein. Pro und Contra der Abholzung versus Ökonomie und Ökologie. Man könnte hier noch eine Vielzahl von Akteuren hinzufügen, wie auch bei unserem stark vereinfachten Olympia-Beispiel. Aber genau darum geht es letztendlich. Akteure und Meinungen vereinfacht gegenüberzustellen und schnell erfassbar zu machen. Ich hoffe, mein Video zur Methode des Wertequadrats hilft euch in Zukunft im Unterricht. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal bei I Know Johnny und hoffe, dass ihr wieder einschaltet.